Fressen Wesen. Pokalzeit, Austria Lustenau. Dass die Pimmel auch immer kommen müssen, wenn man verloren hat, ey. Dann gebt mir mit. Alle kleine Penisse. Morel plus eins für alle. So, englische Woche. Ich fress einen Besen. Hab ich da nicht Bock drauf. Pokalzeit heißt rotieren. Salinger darf wieder spielen. Der Rescher darf spielen. Berger darf spielen. Nutz darf spielen. Nägeler darf spielen. Holzer darf spielen. Hellquist darf spielen. Baldorf darf spielen. Arusin darf spielen. Mein LM darf auch spielen. Und damit hätten wir eine komplette B-Aufstellung quasi. Komm, offenbar hat auch noch nicht mehr gespielt, aber auch spielen, so. Und dann geht's los. Noch neues Sponsorenangebot. Paulana. Komm, Paulana. Komm, ran da. Und plötzlich sind wir sogar die schlechtere Mannschaft. Sieh mal an. Gegen Austria Lustenau. Darf man sich nicht unterschätzen, aber Pokal habe ich gesagt, werde ich rotieren und wir fangen mal gut an, glaube ich. Offenbarer Hellquist. Ja, Tor 1. Booyah-Chaka. Philipp Hellquist. Mit dem 1-0. Und Salinger an ihn. Reicher 5,0. Schade. Ausrevier dran hier. Dass wir natürlich nicht das Spiel machen, dass wir natürlich das Spiel nicht machen werden. Ist klar, mit der CL4. Aber wir führen halt so. Ich meine, noch kann ich es machen in den Pokalrunden. Und noch wurde ich nicht bestraft. Und die Leute müssen ja auch immer mal spielen. Ja, das Ding will ich gewinnen, ist ja klar. Los geht's, weiter geht's. Und kriegen wir wieder ein Gegentor nach der Halbzeit? Wäre ja typisch. Doch nicht. Salinger mit einem sehr guten Spiel, 1,0 Note. Ich meine, Austria Lustenau nutzt auch seine Chancen nicht. Davon mal ganz abgesehen, wir hatten eine Chance und die haben wir geballert. Also, von daher. Ich werde so lange mein Spiel nicht warm schicken, solange es hier nicht 1-1 steht. Solange werden die hier durchspielen. Und das ist jetzt der Fall.
Lustenau wechselt schon schön rein. Wir werden es in der 80. wechseln, wenn bis dahin nichts passiert. Gut. Sellinger weiter mit einer 1,0. Bin ich auch mit zufrieden. So, ich werde auch jetzt schon wechseln. Top Karic. Das ist der erste Mann, der reinkommt. Ecke. Schön. So, Top Karic. Erster Mann. Mannschaft wird direkt deutlich versteckt. Ecke. Schade. Noch 10 Minuten, wir werden den zweiten Wechsel tätigen. Und zwar kommt Boris Hüttenbrenner. Wenn man ein bisschen mehr Stabilität da hinten reinsaugen soll. Ein Eckball. Gibt es hier vielleicht eine Verlängerung sogar in dem Spiel? Oder machen wir jetzt das Ding? Knapp vorbei. Wir wechseln nochmal. Und wir werden einfach mal die Seitenpose tauschen und Jakobo wird jetzt in das Spiel kommen. Neunzehn Minuten sind rum. Verlängerung geht los. Und ich habe keinen Bock auf Elfmeterschießen. Und jetzt habe ich keinen Bock rauszufliegen. Doch verzettelt vielleicht. Das sieht ganz danach aus. Jetzt drückt aber ausreichend. Was ist denn hier los? Interessant. Pfosten. Pokal aus. Zu Hause.